Hallo zusammen, heute kommen wir zu einem weiteren Teil unseres Urlaubes in Kroatien. Heute berichte ich euch von unserem Campingplatz. Das war der Campingplatz Planik in Rajanak und hier fahren wir zum Platz. Man sieht hier unten schon das Wasser. Der Ort ist ganz toll gelegen. Besser geht's gar nicht. Links fängt jetzt gleich der Campingplatz an. Und da sind wir angekommen. Hier geht's auf den Platz. Links ist gleich die Rezeption, die sehen wir dann später noch einmal und geradeaus das Gebäude. Da gibt es Eis und ein paar kleinere Essensangebote, Getränke und das ist so der Hauptplatz für Internet und auch fast nur an diesem Gebäude geht das Internet. Auf dem restlichen Platz ist es ganz schlecht. Hier sieht man das alte Gebäude für die Toiletten, Duschen und zum Abwaschen. Es gibt noch ein neues Gebäude, das seht ihr später. Hier sieht der Platz im Moment recht leer aus, war auch zwischendurch einmal. Man hat aber immer Platz gefunden. Wir haben uns zwar vorweg angemeldet und reserviert, wäre aber, glaube ich, nicht nötig gewesen. Es gab immer genügend Platz. Und auch die Plätze waren sehr, sehr großzügig. Also wir haben uns sehr ausgebreitet. Da hat nie jemand was gesagt. Und man konnte sich auch aussuchen, wo man sich hinstellt. Und hier sind wir zu Hause. Das ist hier nun der Strand von Rajanak, ist ein Steinstrand. Da läuft man so circa 10 bis 15 Minuten durch den Ort, dann kommt man hier an. Rückwärts ist es etwas schwieriger, weil es bergauf geht, da dauert es etwas länger. Wie ihr sehen könnt, ist ein Steinstrand, braucht man auf jeden Fall Badeschuhe, ist sehr zu empfehlen. Seeigel haben wir überhaupt gar nicht gesehen, im ganzen Urlaub nicht. Wir hatten alternativ noch einen Sandstrand gefunden, den zeige ich euch in einem anderen Video. Da war es natürlich etwas besser, wenn man die Steine nicht so mag, wie ich zum Beispiel. Aber das Wasser war sehr, sehr sauber, auch an jedem Strand. Also wir haben nie irgendwo verschmutzte Ecken am Strand gesehen. An diesen Steinstränden kann man natürlich wunderbar schnorcheln, das ist eine tolle Beschäftigung für Kinder. Das macht natürlich hier viel mehr Spaß, weil es viel mehr zu sehen gibt als an einem Sandstrand. Was hier sehr schön war, man lag mit den Einheimischen am Strand. Es war jetzt kein reiner Urlauberstrand. Also so vom Flair war das ganz, ganz toll hier. Zum Essen gehen haben wir uns auf diese Pizzeria festgelegt. Da gab es ganz tolles Angebot, hauptsächlich eben auch Pizza, aber auch Fleischgerichte. Wenn wir alle Pizza gegessen haben, haben wir zu viert mit Getränken 25 Euro umgerechnet bezahlt und die Pizza war super mega lecker. Hier sind wir an dem kleinen Hafen von Rajanak. Hier haben wir abends nach dem Essen sehr, sehr gerne gesessen. Hier konnte man die Einheimischen beobachten, wie sie mit ihrem Booten herausgefahren sind. War ganz, ganz toll von der Atmosphäre. Im Ort selbst gab es mehrere Minimärkte. Da hat man in einem kleinen Sortiment wirklich alles bekommen. Morgens gab es auch frisches Brot oder Art Brötchen, solche Sachen. Es gab auch nochmal einen Extrabäcker. Eine Eisdiele gab es. Also da war
Alles vorhanden, was man sich nur vorstellen kann. In der Gegend, wo wir waren, gab es immer und überall auf jeden Ort Minimarkt. Hier mal ein Blick zur anderen Seite. Am Ende des Videos blende ich nochmal eine Karte ein und da könnt ihr sehen, wie der Zeltplatz gelegen war. Hier nehme ich euch mal mit zu dem Gebäude, wo man abwaschen, duschen gehen kann, auf die Toilette gehen kann. Wir gehen jetzt zum neuen Gebäude und das möchte ich euch einmal zeigen und den Weg dahin. Der Weg war etwas länger, aber den haben wir gerne auf uns genommen, weil das Gebäude, wie ihr gleich sehen werdet, nagelneu war. Hier sind die Becken zum Abwaschen oder zum Wäschewaschen. Das war alles ganz toll, nagelneu, super angelegt. Hier sieht man einmal die Duschen, natürlich auch alles nagelneu und waren auch ausreichend vorhanden. Man musste nie warten. Es gab immer warmes Wasser, zu warm sogar. Manchmal ist es gar nicht unbedingt kälter geworden. Und die Duschkabinen waren sehr, sehr großzügig. War ganz toll mit Haken, mit Brettern, alles, um auch was abstellen zu können. Das war ganz toll. Toiletten waren auch wunderbar, sauber. War sogar Toilettenpapier vorhanden. Das findet man auch nicht auf jedem Campingplatz, dass das schon vorhanden ist. Und die Waschbecken waren auch eigentlich fast immer ausreichend. War nicht, dass man so ewig lange warten musste. Und sogar ein kleines Kinderwaschbecken war vorhanden. Es gab sogar zwei Föhn, die man nutzen konnte. Dann gab es Papierhandtücher, also von der Ausstattung her sehr, sehr gut. Hier seht ihr die alte Anlage. Die Duschen sind hier leider nur mit Duschvorhängen, aber trotzdem war auch die alte Anlage immer sehr, sehr sauber, konnte man genauso gut nutzen. Aber wie schon gesagt, wir haben uns den Weg gemacht und sind immer zur neuen Anlage gegangen. War einfach schöner. Wobei bei der neuen Anlage die Duschen für die Herren auch nur mit Duschvorhängen war. Was ich an dieser Stelle mal sagen möchte, ist, dass die sanitären Anlagen wirklich rund um die Uhr gereinigt wurden. Also das war sehr, sehr gut. Das hat man auch auf anderen Zeltplätzen sehr selten. Da gibt es festgelegte Zeiten. Da gehen die Reinigungskräfte einmal morgens und einmal abends durch. Hier war immer alles sauber. So, an verschiedenen Stellen auf dem Platz waren auch so kleinere Angebote für Kinder. Hier sieht man mal eine Schaukel, ein Trampolin. An anderen Stellen gab es dann auch noch mal Schaukeln. Also selbst da wurde auch an die Kleinsten gedacht. Hier nochmal das Gebäude, wo es kleine Snacks gab, Getränke und Eis. Oder man konnte hier auch Internet nutzen. Hier stand ein Computer, den man gegen Bezahlung nutzen konnte. Es gab auch die Möglichkeit, sich selbst mit seinen eigenen Geräten einzuloggen, wobei das nur wirklich dort an diesen Ort ging und woanders auf dem Platz gab es keine Verbindung. Auf dem Platz werden auch Mietzelte angeboten, die man hier links sehen kann. Und hier sieht man wieder die neue sanitäre Anlage. Und jetzt schleiche ich mich nochmal bei den Herren vorbei. Muss man mal schauen, dass gerade keiner da ist und filme dort mal für euch rein. Da sieht man, dass vor den Duschen leider hier nur Vorhänge sind. Vor den Toiletten sind aber Gott sei Dank Türen. So, hier gibt es einen Ausgang vom Zeltplatz, wo man direkt auf so einen ruhigen Weg zum Wasser laufen kann. Kommen zwar auch immer mal ein paar Autos oder Motorräder oder ähnliche Vehikel vorbei, aber von hier aus kommt man direkt zum Strand. Ich laufe jetzt hier nochmal ein Stück hoch den Zeltplatz entlang. Und was hier im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dieses Gezirpse, sind sogenannte Singzikaden. Die sitzen in den Pinienbäumen. Das geht morgens um circa 6, halb 7 Uhr los und abends endet das auch so 8:30 Uhr rum, haben wir festgestellt.
dann ist, als ob einer einen Schalter umlegt und alle sind mit einem Schlag ruhig. Also Gott sei Dank geht das nicht die Nacht über. Hier sieht man mal unseren Platz. Wie gesagt, alles sehr, sehr großzügig und alle paar Meter gibt es Strom und Wasser. So, nun fahren wir nochmal über den Platz. Brauche ich ja nicht extra zu erwähnen, dass man das Auto neben dem Zelt stehen haben kann. Habt ihr ja schon gesehen. Und nehme euch jetzt hier nochmal mit. Hier kommt nun auch endlich mal die Rezeption ins Bild. So, und links geht's in den Ort und rechts geht's zum Beispiel Richtung Zadar. So, jetzt kommen wir zur Kreuzung. Links geht's zur Autobahn, geradeaus geht's nach Zadar, das sind 17 Kilometer von hier, und rechts zur Insel Pak. Und hier nochmal die angekündigte Karte. Oben das eingekreiste ist Ratchanak, wo der Campingplatz ist. Das weiter links nennt sich Nien. Da ist der Sandstrand, da kommen wir noch dazu. Und unten könnt ihr vielleicht lesen, ist Zadar, nur um mal so einen kurzen Überblick zu haben, wo wir uns befinden. Und wir kamen diese dickere gelbe Linie, das ist die Autobahn, da kamen wir aus Richtung Slowenien runter, sind von uns aus Eisenach 1250 Kilometer gewesen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.